wie Gellherz Kestranek, dem das Talent des Schauspielers nie genug war, hat ein Buch über die versinkende Welt des jüdischen Witzes geschrieben. Meine Damen und Herren, Menschen, denen eine Begabung nicht genügt, sind oft Universalscharlatane, manchmal aber auch faszinierende Erscheinungen. Miguel Herz-Kestranek, der ein unter Tränen komisches Buch über den jüdischen Witz geschrieben hat, der ist der zweiten Kategorie zuzurechnen. Zu Beginn ein literarisches Verhör. Im literarischen Verhör Miguel Herz-Kestranek. Welche ist Ihre Lieblingsjahreszeit? Winter. Wie würden Sie sich selbst in drei Worten beschreiben? Ob es drei Worte wären? MHK, ein Mann für mehr. Was ist das Erste, was Sie in der Früh machen, nachdem Sie aufgestanden sind? Ich überlege, wie lange ich geschlafen habe, ob es genug war. Wohin würden Sie lieber auf Urlaub fahren? Frankreich oder Brasilien? Salzkammergut. Sind Smartphones ein Segen? Ich weiß nicht, was ein Smartphone ist. Ich habe ein altes Handy. Das kann nicht fotografieren. Früheste Kindheitserinnerung? Immer der See zu Hause, der Wolfgangsee. Freud oder Jung? Jung mit Freud-Kenntnissen. Frankl oder Ringel? Frankl. Hemd oder T-Shirt? T-Shirt. Wie sieht die perfekte Mahlzeit aus? Ein halbes Kilo Speck und ein halbes Kilo Bauernbrot. Woran krankt der österreichische Staat? An Österreich. Eine frühe Erinnerung an Ihre Mutter? Eine Schulter, an der ich meinen Kopf lehne, eine nackte Schulter. Da kommt ein bisschen Geruch mit rein noch. Eine nackte Schulter, an die ich meinen Kopf lehne und ein Geruch, an den ich mich erinnere, den ich aber nicht beschreiben kann. Was ist das Schlimmste am Älterwerden? Der kleiner werdende Rest. Was sagt der innere Schweinehund? Trainieren gehen. Wie nennt sie ihre Tochter? Papi. Und zum Schluss noch bitte einen Schüttelreim. Astronautenkost. Von fern sieht man's vom Shuttle blinken, geschickt's uns durch ein Blattl schinken. Danke. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Was trinken Sie, Rotwein oder Rivella? Rivella. Wirklich? Ja, was immer das ist. Sie werden schon sehen. Ja. Interessant, heute aber haben wir so einen Abstinenzler-Stammtisch. Alle trinken Rivella offenbar. Ja. Das ist das Gelbe. Sehr selten, ja. Ja. Danke. Bitteschön. Ich kenne ja noch Frucade. Ja, freilich noch. Ja. Gibt's wieder. Sehr gut. Geht's, ja? Danke, ja. Lieber Verehrter, was ist denn eigentlich das Geheimnis des jüdischen Witzes? Was ist seine spezielle Beschaffenheit? Darüber schreibe ich, glaube ich, 20 Seiten. Ich beginne, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das Buch mit dem Satz, mein Vater hat gesagt, ein jüdischer Witz ist immer gescheit, glaube ich, und wenn er nicht gescheit ist, dann ist er kein jüdischer Witz, sondern nur ein Witz. Ich verstehe. Nun haben Sie den zum klassischen jüdischen Witz Derivate festgelegt. Einerseits gibt es den israelischen Witz, den Kishon verkörpere, nicht, wie Sie sagen. Andererseits sagen Sie, der amerikanische Witz von Woody Allen. Ich würde gern den von George Tabori hinzufügen, meinem schmerzlich vermissten, ja, alten natürlich. Freund, der das denkbar schlimmste Erleben, dass die Ermordung seines Vaters, eine eigene Flucht, in einen ungeheuer makabren Witz verwandelt hat. Welcher ist Ihnen denn der nächste? Die mir am liebsten sind, sind ja eigentlich keine Witze, sondern eben Zeugnisse der Weisheit, der Selbstironie, des Überlebenmüssens über das Wort, über die Selbstironie, über die
Zehnbötigkeit, ich weiß nicht. Also ein Kapitel heißt Die Juden wissen schon, und das ist nach einem Witz, wo zwei am Tag nach dem Anschluss steht ein Jude am Stephansplatz und verteilt Flugzettel. Es kommt ein Freund und sagt, was machst du? Sagt er, noch Flugzettel verteilen gegen Hitler. Sagt er, bist du Meschugge? Was? Sieht den Zettel, sagt er, aber da steht ja nichts drauf. Sagt er, die Juden wissen schon. Also, das ist kein Witz in dem Sinn, aber das. Aber es geht mir im Buch gar nicht um den jüdischen Witz. Mir ging es eigentlich um die Erlaubnis, die ich mir herausgenommen habe, den verloren gegangenen Ton zu schreiben, der früher gesprochen wurde. Man höre sich die alten Zwischenkriegsplatten an. Und der verloren gegangen ist, weil die Juden ausgerottet wurden einerseits und zweitens, weil sich die Nazis dieses Tones bei ihrer Verunglimpfung, die tödlich geendet hat, auch befleißigt haben. Und seitdem ist dieser Ton nicht nur ausgestorben, und wo er nicht ausgestorben ist, tabu. Und ich halte das für falsch und habe um diesen Ton gekämpft in diesem Buch. Dann wollte ich die Witze, die ja meistens Kohn trifft Blau, sagt Kohn, das wollte ich nicht, sondern wollte es ein bisschen literarischer erzählen. Und das Ganze ist eingebettet in die Familiengeschichte, oder sagen wir in die jüdische Geschichte meiner Familie, oder in die Reste dieser Geschichte, die ich in anderen Büchern noch nicht verbraten habe, sozusagen. Also in die Emigration meines Vaters, meines Großvaters, meiner Großeltern, meiner Mutter, und in die Jüdischheit, in der ich in einem bigotten katholischen Haushalt trotzdem aufgewachsen bin, dieser Irrenkonstellation, die da geherrscht hat. Und darum ging es mir in dem Buch auch. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Sprache was Lebendiges ist, was heißt, dass sie auch sterblich ist, in Teilen oder zur Gänze. Es stirbt ja, die Sprache an sich liegt im Sterben, meine ich jetzt mal. Weil das meine ich nicht. Die Sprechblase lebt, aber die Sprache wird immer ärmer. Weil die zugunsten der Sprechblase oder zu Ungunsten. Naja, das war immer schon ein Thema am Anfang der Moderne. Nicht? Baudelaire hat nicht gegen Klischees gekämpft, sondern sie benützt und aus den Sprechblasen die Blumen des Bösen erzeugt. Und diese Möglichkeit steht immer offen. Aber was es nicht mehr geben wird, ist eine bildungsbürgerliche Schicht, die sozusagen die kulturellen Normen, auch die der Sprache, zusammen mit dem Produzenten mitträgt. Das wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Und da kann ich gleich anschließen, ich bin eben so aufgewachsen und kann daher trauernd, dass es das nur mehr wenig oder nicht mehr gibt, aber doch anschließen und darüber noch schreiben und es auch so schreiben, wie ich meine, dass es geschrieben gehört. Ja, darum ist auch so katastrophal, dass zum Beispiel jemand wie mein sehr geliebter Freund Fritz Mulia gestorben ist, der diese unendliche Vielfalt der Idiome beherrscht. Ja. Heute, wenn, es ist furchtbar, jemand spricht einen Theatertext und es klingt alles wie die Winnetou-Spiele von Gföhl. Ja, das ist ja der große Irrtum, glaube ich, oder das Missverständnis zum Beispiel bei Schnitzler, dass man glaubt, wenn ein Schauspieler, der das noch beherrscht, es spielt, glaubt man, na ja, der macht so auf Wienerisch, so schön brunnerisch. Nein, das tut er nicht. Schnitzler, wenn man ihn genau liest, hat ganz bewusst diese ganz feinen Gesellschaftsschichten in der Sprache ausgeformt. Und wenn man das nicht mehr tut, stiehlt man dem Dichter einen Teil dessen, was er gemeint hat und was er geschrieben hat. Und zum Beispiel beim jüdischen Witz oder überhaupt beim Jüdeln, zum Unterschied vom Jiddisch, das ist ja ganz was anderes, genügt ja oft eine Geste oder es genügt ein Nu. Nicht? Mhm. Also, oder es genügt nur der Frageton. Nicht? Der General sagt zum kleinen jüdischen Gefreiten, Gefreiter, warum soll der Gefreite den General immer grüßen? Sagt er, recht haben Sie, warum soll er? Also diese Dialektik ist ja auch schon fast verloren. Das versteht ja niemand. Nicht? Mhm. Mein Vater hat immer Deutsche getestet, deutsche Geschäftsfreunde. Die haben gesagt, Herr Kastranek, Sie können so gut Witze erzählen. Erzählen Sie doch mal so einen richtig jüdischen Witz. Ne? Sagt er, ich erzähle Ihnen einen. Am 14. Februar um 3 Uhr früh
bei minus 32 Grad treffen einander mitten auf der Eiger Nordwand zwei Rabbiner. Ja und? Sagt er, na, das war's schon. Also, das ist jetzt kein Witz, aber der Irrsinn dieses Beginnes ist eigentlich schon der Witz. Und die haben gesagt, nee, also, und dann sagt einer, ach ja, Herr Kessler, ich verstehe schon, Rabbiner gehen ja nicht auf Berge. Ne? Also hat er den Witz erklären wollen. Gut, aber das war sein Step. Geht Ihnen auch ein bisschen diese Hypertrophie der Regie auf die Nerven? Ich meine, ich bin ja nun wahrlich kein reaktionär empfindender Mensch, aber mir geht das langsam fürchterlich auf den Zeiger. Jeder Mensch muss sich irgendwas fürchterlich was einfallen lassen und muss es eine quetschen mit aller Kraft. Naja, das ist die ewige Diskussion. Ich behaupte, aber ich glaube, es ist ein Alters- oder wahrscheinlich eine Altersfrage. Wenn der Dichter nicht genügt, ist er nicht gut. Wenn beim Schnitzler oder beim Shakespeare hinten die SS marschieren muss oder der Hamlet auf dem Motorradl kommen muss, dann war er nicht gut, der Dichter. Er muss es meiner Meinung nach nicht, weil beim Dichter sagt man, auch wenn das Stück aus dem Jahre 100 ist oder von Aristophanes, siehst du, interessant, das ist ja heute genauso gültig noch. Und ob die jetzt auf Coturnen gehen oder in Blue Jeans, ist völlig wurscht. Das wollte ich gerade sagen. Ist es so, weil der Shakespeare ist so, dass er ruhig Motorradl fahren kann, weil das stimmt einfach. Der Text stimmt heute so, wie er immer gestimmt hat. Wozu soll er Motorradl fahren? So, darf ich antworten, warum nicht? Warum nicht? Ja gut, Sie haben recht. Ja. Ja, in diesem Warum nicht liegt sozusagen dieses Freiheitsproblem. Nicht? Auf der einen Seite haben Künstler und Regisseure, sind es ja auch, bis zu einem gewissen Grad das Recht, frei zu agieren. Aber auf der anderen Seite soll diese Freiheit durch das, was sie produzieren, gedeckt sein. Und da würde ich sagen, das weiß man am Anfang einer Inszenierung nicht. Am Ende kann man sagen, der hat sich mit seiner Freiheit vergriffen. Aber grundsätzlich muss sie möglich sein. Auch wenn wir die Erfahrungen haben, jetzt haben wir genug von diesen Freiheiten. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wie gesagt, 47 geboren, wo das Burgtheater Freiheiten nicht zugelassen hat, sondern pathetische Schablonen hatte, in die jeder Schauspieler hineinwachsen konnte. Und darunter waren auch ganz großartige. Nicht? Also, dass beide Möglichkeiten existieren, und was rauskommt, muss man wieder den Streit der Kritiker aufnehmen, beziehungsweise der Beteiligten, die ja oft auch am Ende einer Inszenierung sagen, um Gottes Willen. Was die Freiheit betrifft, fällt mir sofort ein, weil wir in einer Büchersendung sind. Wir haben im Pen-Club, auch auf dem Weltkongress und so, sehr viel diskutiert über die Freiheit des Wortes. Mhm. Wo hört die auf? Nicht, wenn wir jetzt an das Gras, ich sage jetzt mal Gedicht, auch wenn es auch Gras ist, aber oder an den Irving, der natürlich in England überhaupt kein Aufreger ist. Ja, sie sagen, das ist ein Nord, der soll sagen, was er will. David Irving, den Nazi, also nicht den Nein, nicht den John Nazi, Irving, den Nazi ja. Irving. Der bei uns eingesperrt wird, mit Recht, aber die Frage, ob mit Recht, muss man stellen dürfen. Nicht? Und wir haben dann die Formel gefunden, wo das Wort zu Hass aufruft und seinen Folgen, gehört sie vielleicht hinterfragt oder eingeschränkt, aber sonst muss jeder sagen dürfen, was er will. Stimmt das? Ja, das ist natürlich auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Geschichte zu sehen, die wir haben. Und ich bin eigentlich schon dafür, dass wir das Verbotsgesetz noch haben, dass es eben nicht möglich ist, alles überall zu sagen. Na, alles also, eben nicht. Aber es gibt Dinge, über die diskutiert man einfach nicht. Ja. Das brauchen wir aber, auch nicht zur Diskussion stellen. Ob man nicht diskutiert, ist wieder eine Frage, nicht? Ja, aber das... man sagt sie, aber diskutieren muss man dürfen. In welchem Rahmen ist die Frage? Naja, ja. Also wenn man das Grasgedicht nimmt... Es kommt darauf an, wenn man jemanden, jetzt einem Neofaschisten, wahnsinnig viel Sendezeit im Fernsehen einräumt, würde ich sagen, hier wäre Ignorieren vielleicht besser. Ja, das als das durchzudiskutieren, aber was der zu sagen hat. Wenn man zum Beispiel das Grasgedicht nimmt, er
muss es sagen dürfen. Ich bin dagegen, was er gesagt hat. Er muss es sagen dürfen, aber man muss auch drüber reden können. Nebstbei möchte ich sagen, Freiheit des Wortes, weil ich vorher drüber nachgedacht habe, dass, also wir müssen ja als Schriftsteller jubeln, dass das Wort überhaupt noch so eine Kraft hat. Da schreibt ein alter Mann irgendeinen relativen Blödsinn und die ganze Welt regt sich drüber auf. Das ist ja toll. Man könnte ja auch sagen, na ja, da hat irgendeiner hat was geschrieben, na ja, das hat geschrieben, was geht uns das an? Also das finde ich schon toll, dass das Wort, ja, also ein berühmter Mann, wo man vielleicht mehr hinhört als beim Herrn Mayer, aber dass das Wort überhaupt noch so eine Kraft hat, ist doch sensationell. Das eigentlich Faszinierende an der Grasgeschichte ist, dass ein Schriftsteller überhaupt die Möglichkeit hat, so einen Aufruhr zu erzeugen. Ja. Und das ist nämlich auch typisch für die deutschsprachigen Länder, weil, also das hören wir Autoren dann oft im anglosächsischen Raum, es ist unglaublich, dass ihr so politisch oder so viel mitzureden habt. Also bei uns interessiert es niemanden. Da würde ich nur einwenden wollen, dass Grass nicht als Schriftsteller, sondern als Repräsentant der Kultur diese Aufregung erzeugt. Nicht? Und die als manische, moralische Instanz, als die er sich hochstilisiert. Ja, aber vor allem wird er nicht hochstilisiert, er wird als Repräsentant dieser Kultur geführt. Und wenn Repräsentanten was tun, ist das anders, als wenn Schriftsteller generell als Schriftsteller, und ich erinnere an die alte Unterscheidung von Hans Mayer, nicht, den Germanisten, Märtyrer und Repräsentanten. Nicht? Die Repräsentanten sind eine eigene Gruppe im Rahmen der Schriftsteller. Die Märtyrer wahrlich auch. Nicht? Aber dazwischen gibt es viele Pragmatiker, viele, wie soll man sagen, anti-ideologische Schriftsteller, die auch einen furchtbaren Hass entwickeln gegen diese moralische Repräsentanz. Und natürlich ist ein Nobelpreisträger, der von sich weiß, meine Worte, die ich jetzt von mir gebe, sind die eines Nobelpreisträgers, zugleich ja eigentlich etwas Komisches bei allem Ernst der Angelegenheit. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich danke vielmals. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. So, ich danke schön. Die Frage und Antwort, das sind Geschenke. Wir rufen das Geschenk ab dreimal. Da habe ich es auch. Der Gerhard hat die Antwort reingeschrien.